Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell. So, im letzten Part war ich ja sehr verwirrt. Dafür werde ich jetzt wegen weniger verwirrt sein, weil ich bei der Aufnahme gefehlt habe. Ich habe irgendwie den Aufnahmeknopf gedrückt gehabt. Also bei der Aufnahmebeginn habe ich dann versehentlich die Aufnahme beendet. Und bei Aufnahmeende habe ich sie wieder gestartet. Also muss ich das jetzt hier nochmal machen. Das heißt, ich weiß quasi schon, was auf mich zukommt und fehle da jetzt nicht ganz so rum. Zum Beispiel habe ich hier jetzt entdeckt, dass ich doch da einfach über das Rohr mich, also mit Hilfe des Rohres mich darüber hangeln kann. Ja, statt da versuchen rüber zu springen, was ja offensichtlich keinen Sinn macht. So, dann wollen wir das doch halt mal so machen, ne? Mann, das war knapp. Ja. Geh oben nach links und durch den Raum. Auf der anderen Seite findest du eine schon Treppe. Geh über die Treppe geht. In die obere Etage. Und eine Treppe, ja. Also hier den Raum lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Ich habe mich da zwar vorhin ein bisschen umgeguckt, aber das nützt alles nichts. Da war, gab es nichts und überhaupt nichts. So, dann bin ich jetzt hier mal. Ja. Meine Güte, wie viel... Hat er da eben Schaden gefressen oder wie viel? Sehe ich hier eigentlich eine Schadensanzeige? Ich weiß es nicht. Wobei ich auch immer noch nicht weiß, was die Symbole der oben Kontakt ist in diesem Raum. Hoffen wir, bedeuten, dass er noch am Leben über ist. Der Sichtbarkeitsanzeige. So, da ist mal schon mal der Typ. Den hätte ich schon mal gefunden. Und, ne? Aktion reden. Du, Genize? Ja. NSA, wir holen dich hier raus. Den Sammern, wie er redet. Ich bin so gut wie tot. Sie suchen nach Blaustein und Madison. Ja. Madison hatte es in Nikolazes Kabinett weit gebracht. Sie waren etwas Großem. Blaustein muss davon gewusst haben. Wie kann ich ihn finden? Blausteins Blackbox. Der Sendeknoten seiner Implantate. Sie ist in seinem Haus. Östlich des Moribi-Platzes versteckt. Lambert, können wir ihn hier rausholen? Nein, lassen Sie nur. Was immer Madison gefunden hat, ist was Großes. Sie sagte, Beweis würde Krieg bedeuten. Ich glaube, Nikolaz... Gurgenice ist abgereist. Lass ihn bei den Flammen. Das erspart uns später unnötig Fragen. An der westlichen Seite des Raumes ist ein sicherer Ausgang. Nimm ihn. Okay, dann ist uns der jetzt erstmal abgenibbelt und wir müssen jetzt weiter. So, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Die sagt mir schon wieder Akku leer. Was ich sehr doof finde. So, und wir müssen uns hier irgendwie verkrümeln. So. Da war doch irgendwo ein... Nein, nicht da lang. Na, warte mal, hier ist doch eine Tür. Es ist zu viel Rauch da. Schieß die Oberlichter gut auf. Die Oberlichter aufschießen. Peng. Gut, dann stecken wir mal die Knarre wieder weg. Okay, jetzt sind drei Symbole da. Ich weiß jetzt nur nichts damit anzufangen. Mit diesem blinkenden Symbol. In der Mitte. So, jetzt müsste doch hier langsam der Rauch abgezogen sein. Ja, gut. So, gehen wir mal rein. Ja, komm, Knarre weg. Dann gehst du nicht so langsam. Setzen wir mal doch mal kurz dieses Teil hier auf. So, sieht aus wie ein Konferenzraum. Und hier sinkt doch irgendwas. Also das geht mir irgendwie schon... Oh, ja. Hier übrigens hätte ich normalerweise meinen Cut gemacht, lebst du noch? Wenn ich das geschafft hätte, gut, nicht so verwirrt zu sein. Wenn also nicht so Regel viel zu suchen hat, zu müssen in und einem Bücherregal ich bin oder einem Wandpanel. So, jetzt habe ich was von einem Bücherregal gelesen und ich habe keine Ahnung, wie und wo und was. Und aber ich weiß, dass ich hier jetzt... Komm, Sammy, geh doch mal Hallo, schneller. Wer ist denn da? Da ist niemand. Du hast dich verhört. So, gehen wir wieder langsam. Und hier weiß ich jetzt, dass ich da rüberspringen muss. Ja, hier war ich nämlich auch schon mal. Und hops. Wer ist da? Ja, verdammt, super. Du kannst bei dieser wichtigen Mission doch nicht wie ein Irrer auf den Straßen rumrennen. Ja, ich weiß es. Sie mich nicht. Ich weiß. Gut, das ist mir vorhin auch passiert.
Und jetzt kriegen wir wieder Mission gescheitert und so weiter. Komm, transportiere mich doch direkt an den Ausgangsort. Danke, automatisches Speichern. Das war knapp. Lebst du noch? Das denn eben? Schon. Gut. So, machen wir hier die Tür auf. Blackbox ist dein nächstes Missionsziel. Wenn er sich an die Regeln gehalten hat, ist sie hinter einem Bücherregal oder einem Wandpanel. Okay, Bücherregal oder Wandpanel. Hallo, wer ist denn da? Ach ja. So, das dürfte ja klappen hier. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir das doch mal so. Und hops. Verdammt nochmal, warum springt der nicht weit genug hier? Leck mich doch am Arsch. So, es wird hier direkt geladen. Das war knapp. Lebst du noch? So, glaube schon. Gut. Dann hier lang. Blackbox ist dein nächstes Missionsziel. So. Mach doch die Tür auf, Mensch. Hat, ist sie hinter einem so. Bücherregal Hallo, oder einem Eindringling. Was? Da hat sich was bewegt. Ja, von wegen Eindringling und so. Ich habe keine Lust, jetzt hier langsam zu laufen. So, hier mache ich doch gleich mal ein Quick Save. So. Ja, ich glaube, hier mache ich doch jetzt mal kurz langsam. Und hops. Wer ist da? Das gibt's doch nicht. Na, schnell speichern, hätte man gern. Das muss doch hier irgendwie funktionieren, dass ich da rüberkomme. So. Hallo, wer ist Verdammt. Denn da? Ich glaube, ich spinne. Ich hab's doch da auch geschafft. Und. Ja, sag mal. So knapp vorbei ist auch daneben. Ich bin irgendwie, entweder stelle ich mich dumm an oder ich habe keine Ahnung. So, jetzt. Na, war. Ah, endlich. Meine Güte, Sammy. Du kannst einem ganz schön. Gut, wo muss ich lang? Okay, da geht's nicht lang, dann gehe ich mal hier lang. So. Also. Gib mir Gringo. Weil so, so, was hier auch ganz toll war, das ist ganz zufällig passiert, da hat er sich da an diesem Zaun festgehangen, da kann er sich rüberhangeln, das finde ich echt cool. Wir haben die Räume des Amerikaners durchsucht. Aber das da ist nichts mehr. Will ich ja jetzt nicht. Wir haben ich kann ja hier, na, geh runter. Und unidentifizierbare so. Elektronik gefunden und zum Ministerium geschickt. Natürlich. Danke, Tavarisch. So, jetzt wollen wir doch mal hier ganz vorsichtig sein. Und wo ist der Karl? Auf jeden Fall habe ich da ganz schön Rabatz gemacht vorhin. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Musst du dir eingebildet haben, ganz klar. So, ich gehe jetzt mal da so ein Stückchen runter. Und schau mal da so runter, da ist nichts. Ah, doch, da ist einer. Ich hab was gehört. Wer ist denn da? Habe Feind gesichtet. So. Haben wir denn hier nicht? Auf den Weg. Hallo? Okay. Ich mach das nochmal. Jetzt habe ich natürlich den nach dem Sprung nicht nochmal gespeichert. Das war blöd. Zwei Beispiel, jetzt kann ich den Sprung hier nochmal machen. Und klappt Wer er? Ist da? Jawohl! Diesmal klappt er von Anfang an. Gut, ich muss das ja irgendwie gebacken kriegen. Ich will den jetzt hier nicht erschießen müssen. Hab das nämlich vorhin gemacht. Diesmal will ich ihn einfach mal von hinten kriegen. Gib mir Gringo. Weil so mein Befehl lautet. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Gringo oder niemanden. So. Arschloch. Gringo, hallo. Es wird hier mal gespeichert. So. Wir haben die Räume des Amerikaners durchsucht. Da ist nichts mehr. Da steht einer. Wir haben 5 Wanzen, 2 Kameras und unidentifizierbare Elektronik gefunden und zum Ministerium geschickt. Natürlich. Danke, Tavarisch. Ja.
So. Und jetzt? Da gab es doch irgendwelche Aktionsmöglichkeiten. Okay. Den habe ich schon einmal. Ich habe mich wohl geirrt. Ja, du hast dich auf jeden Fall geirrt. Also ich weiß, dass da hinten irgendwo ein Keycode, ein Türcode ist. Ich weiß, dass da hinten irgendwo ein Türcode ist, aber ich weiß auch, dass möglicherweise einer von denen das weiß, wie der geht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich den frage. Das war doch irgendwie, ging das doch. Hier, ich jetzt Aktionen mache. Okay. Jetzt habe ich ihn zusammengeschlagen. Toll. Aktion Körper. Nein, den lasse ich jetzt einfach hier. Wer ist da? Hier, Eindringling. Sieht aus wie ein harter Brocken. Toll. Also so war das jetzt wirklich nicht gedacht. Wie ging das denn noch gleich hier? Ach komm, halt die Fresse. So. Jetzt weiß ich nur natürlich nicht, wie ich jetzt hier an Türcode und so komme. Also hier kann ich die Flasche aufheben. Was mir überhaupt nichts nützt jetzt hier. Ich kann sie höchstens hier an die Wand werfen. So. Batsch. Gut, dann gehen wir mal hier an den Computer. Da war ja auch was. Schauen wir mal. Computer benutzen. Erste Notiz. Speicherstick als Computer genommen. Ja, toll. Und was stand da jetzt noch? Erste Notiz, bla bla bla. Keine Ahnung. So, ich weiß aber auch jetzt nichts. Bücherregal, Wandpanel. Hier ist zum Beispiel ein Schrank mit Büchern drin, aber keine Ahnung. Wo muss ich dann da jetzt lang? Ist da hinter dem Fernseher was? Nö. Kann ich den kaputt machen? Ich muss gleich mal gucken. Tatsächlich. Gut, der hat nämlich vorhin schon genervt. So, es ist natürlich hier etwas dunkler. Aber das macht nichts. Wir haben ja Nachtsichtgerät zur Not. Jetzt weiß ich nur nicht. Ich gehe jetzt mal einfach ein Stückchen weiter. Mal gucken, was passiert. Und also hier haben wir auf jeden Fall einen Bücherschrank, denke ich mal. So, irgendwelche auffälligen Wandpaneele gibt es hier ja auch keine. Blöd. Da ist eine Küche. Könnten wir uns ja was kochen. Ist ja alles da. Kaffee können wir kochen. Na, Kaffee mag ich nicht. Weil hier ein Schnitzel und Kartoffeln. Ja. Oder was aufwärmen. Was habt ihr denn im Kühlschrank? Ne? Nichts? Okay. Dann. Hey, ich könnte ja mal versuchen, was passiert, wenn ich auf dieses... Na, geht diese Tür hier auf? Nein. Wo war denn hier der Raum mit dem... was ist hier? Ah, das Bad. Oh, das kann man sich bestimmt holen. Ja, Medikit. Yeah. Medikit genommen. Wunderbar. Ich weiß nur nicht. Die Gesundheitsanzeige, welche ist die? Keine Ahnung. Muss doch eine Gesundheitsanzeige geben, denke ich mal. So, dann ist hier jetzt der Raum mit der Tür, die ein Codeblock hat. Oder Moment mal, die Gesundheitsanzeige ist dieser Balken oben rechts. Okay. So, jetzt probiere ich einfach mal was aus. Ich schieße da auf dieses Ding. Und da tut sich nichts, da fliegen nicht mal Funken. Okay. So, haben wir hier irgendwo was? Aktion öffnen. Yay. Computer benutzen. Erste Notiz aus Speicherstück. Bla bla bla. Was ist los? Blausteins Herz hat vor 43 Stunden aufgehört zu schlagen. Und die CIA hat das nicht gewusst? Doch. Schön, dass sie es uns gesagt haben. Sein Implantat hat sich 6 Stunden nach seinem Tod deaktiviert. Die letzten Daten kamen von einer Polizeidienststelle. Details im Opset. Aha. Polizeidienststelle? Details im Opset? Okay, wie rufe ich das Opset auf? Wahrscheinlich hier ist das doch irgendwo.
Notizen. In den Büschen. Wow. Was haben wir hier? Personalakte. Es ist dick. Was haben wir denn hier? Okay. Da haben wir einige Informationen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die lesen muss. Okay. Was ist das? Na, ich lese das auf jeden Fall jetzt nicht vor. Ich weiß es auch nicht. Ist das jetzt hier das Offset oder keine Ahnung? Inventar? Okay, gehen wir weiter zurück. So, was haben wir hier? Finden Sie ja das Versteck. Gut. Haben wir jetzt sonst noch was zu finden? Also das müsste das Wandpanel sein. So, haben wir sonst noch irgendwas? Hier haben wir ein Fenster. Hier haben wir eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt lang muss. So, ich kann hier jetzt mal toll lauter Zahlen eingeben. Da passiert nichts. Oh, hoppla. Okay. Schauen wir mal. Ja. Also, wir haben jetzt schon einmal dieses Versteck gefunden, scheinbar. Und können wir die da auch abhängen? Nö. Ja, mein Handy sagt mir schon wieder, der Akku sei leer. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich hier weiterkomme. So. Keine Ahnung. Ja. Wenn ihr was wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Überhaupt, wenn ich irgendwo da was übersehe oder was falsch gemacht habe oder keine Ahnung. Dafür sind die Kommentare ja da. So, ich würde sagen, ich mache hier jetzt erstmal Pause und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao.